Fancy. Nochmal fancy. Oh Gott, hol dir den Season Pass. Aber ich bin doch Level 100, dann kriegst du doch geschenkt, dachte ich. Scam! Scam! Habe ich ihn jetzt bekommen? Verbessere deinen Season Pass. Hä? Ich habe doch Level 100 erreicht. Ich habe doch Level 100 erreicht. Wieso kriege ich das denn nicht? Hä? Was sind das für Sounds? Okay, vielleicht kriege ich ja gleich nochmal den Season Pass. Ich weiß es nicht. Aber ich gucke mir jetzt erstmal die Skins an, die man hier bekommt. Und den kriegt man sofort geschenkt, wenn man den Season Pass bekommt. Das ist ein sehr cooler Skin. Dieser Katzen-Skin, den mag ich. Mag ich. Man kriegt hier so einen, oh, coolen UFO-Unterteil. Irgendwas mit Aliens. Ja, oh, hier kriegt man den Xenomorph. Wie cool. Oh, wie cool, der sitzt da einfach drin. Okay, der ist cool, der Skin. Oh, der ist auch cool. Sind beide cool. Okay, sehr interessant. Hat schon was, hat was. Aber diese Füßen, die sehen voll cool aus. Oh, Star Trek. Das erkennt man sofort. Oh, das ist ja voll cool. Diese Hände. Okay, dynamischer Abdreher. Amogus! Oh, jetzt! Amogus! Ja, oh! Oh, das ist ja mega cool! Wie diese Weltraumtextur sich einfach gar nicht bewegt! Das ist voll cool! Ja, ich feier das! Das ist auch nice! Oh! Oh, ich sehe schon, hat so eine Miku? Mr. Krabs? Oh, oh mein Gott, hier ist sie. Hat so eine Miku in ihrer großen und wahren Pracht. Die muss ich jetzt mal freischalten. Warte mal. Level 100? Was zum? Level 100, Level 100, Level 100, Level 100? Was, wieso kriegt man die ganze Zeit. So, was ist denn das? So, Kronensplitter. Ach, hier kriegt man wieder einen Skin. Ja, das ist ganz nett. Okay, interessant. Wie viel geht denn das? Und der allerletzte Skin bei Level 200 ist der gleiche, den man am Anfang bei Level 1 bekommt. Nur statt in weiß in schwarz. Aber ich meine, es ist ein bisschen pink, also. Worth it. So, Leute, da sind wir mit Mützi wieder in einer Lobby. Und Mützi, sag mal, wie lang. Hallo. Ja, Mützi, wie viele neue Runden gibt es denn jetzt? Ich habe mich natürlich top informiert. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es sind 7. Okay, ungefähr 7. Wenn wir mindestens 6 davon sehen, ist perfekt für ein Video. Ja. Auch wenn wir beim letzten Mal alle gesehen Tradition. haben. Es ist Tradition, es muss immer eine fehlen, mindestens. Ja, ich muss natürlich erstmal flexen mit meinem Skin, ne? Ich möchte zeigen, dass ich Level 100 erreicht habe und trotzdem meinen Pass nicht bekommen habe. Also anscheinend, Wow. Mitzi meinte gerade, dass das volles Advertising war von denen, dass man den nicht geschenkt bekommt, sondern man kann sich den theoretisch mit dem Prime, mit den Fuck. Sag nicht die Genshin Impact Währung. Das sind Ah! Showbugs. Instant Lobby voll. Wettlauf im All. Überwinde die Hindernisse und renne zur Ziellinie. Boah, das sieht voll cool aus. Wie das so ganz schräg so nach oben geht, dann steht das so voll geil. So, du fängst das Laser, Level an, dann siehst du, guckst du nach oben, da ist das Ziel. Okay. Diese Laser sind aber richtig gefährlich. Die können dich richtig weit wegheaten. Echt? Die sehen aus wie so Ja. Futschfinger. Oh, ich mag die Musik. Boah, überall ist Splatoon 3 Sticker, nice. Boah, alles weiße Katzen. Ich mag diese Katzenoutfits. Ich freue mich schon, wenn die anderen Katzenoutfits aus dem Banner in den Shops kommen. Oh, lol, das Ding bewegt sich. Wie so ein kleiner. Ah. Oh Gott, was zum. Ist kein Trampolin, oder? Nee, ist kein Trampolin. Nee, Sieht nur so aus. Oh nein! Nochmal Hexagon! Aber das respawnt. Oh, Ja, ist ja das cool. respawnt. Das ist voll cool. I like it, I like it. Ich sehe dich da ganz unten. Ah, nee, warte, was haben wir da angemacht für ein. Ach, das ist Trupp. Dieser Modus Das ist automatisch Trupp. Glaube ich. Wir warten einfach. Da kommt schon das Ja. nächste. Bleib hier. Oh shit. Was zum.
So funktioniert das. Was, wo bin ich denn jetzt? Ey, ich kann nichts machen! Okay. Boah, das ist ja cool. Ich bin tot. Ich kann nichts tun. Boah, ey, was? Oh lol, das, Alter, das dreht sich. Das wechselt das Laufband. Ja, aber das ist voll stark, das Laufband. Wow, wow! Okay. Oh, hi. Ja, diese Laser kann man auch taktisch benutzen. Ja? Man kann sich auch von denen mit Absicht hochbieten lassen. Ja, hab ich gesehen bei manchen. Ja, also ich finde das Level ganz cool. Ich finde mal, es ist mal was anderes, weißt du? Ja. Hä? Ich bin stuck! Du bist stuck! Hast du es gesehen? Ja, ich hab's gerade gesehen. Okay, das war cool. Aber ich muss mich auf jeden Fall erstmal ein bisschen an das Level gewöhnen. Weil es wirkte nicht sehr linear, weil ich konnte nicht vom Spawn aus schon das Ende sehen, wie ich es halt vorher gedacht habe. Mhm. Oh mein Gott! Leute, die fallen komplett anders runter. Hä? Die drehen sich viel mehr. Herr, wo ist die Musik hin? Toll, bei mir auch. Was? Okay. Da war mal Sonic, hast du ihn gesehen? Hyperantriebhelden fallen nicht vom Hoverboard und erreicht das Ziel. Ah, schon mal das zweite Hoverboard-Level. Mhm. Also insgesamt das zweite. Wir hatten ja schon mal eins in, was war das, Season 4? Und jetzt kriegen wir wieder eins. Ich finde das voll cool, dass wir das hier auch haben, weil Season 4 hat zwar so das Thema Zukunft, aber es hat auch so ein bisschen Space-Thema. Stimmt. Deshalb kommt mir dieses Thema auch schon die ganze Zeit so bekannt vor, weil in Season 4 gab es ja auch schon so richtig Zukunft alles. Und Space ist ja auch so ein bisschen zukunftshaftig. Aber das hier ist jetzt nur Zukunft und nicht, nur Space meine ich und nicht Zukunft. Ja. Deshalb sieht man hier auch ein paar mehr Aliens als in Season 4. Da hat man ja auch ein paar gesehen, aber hier sieht man viel mehr. Plus hier sieht man richtig viele, ja, Raumcats. Space Cats. Finde ich cool. Okay, wie geht das? Ey! Ey! Ja. Muss uns jetzt das Level zeigen, weil ich wurde... unfairerweise weggeblasen. Egal, stell einfach nach. Oh, jetzt müssen wir warten. Also da muss jetzt erstmal Skill beweisen, ne? Doge. Der Doge muss... Much wow. Very skill. Junge, die ganzen Xenomorphs neben dir. Wie die aussehen. Voll gruselig im Spiel. Wir hatten ja schon mal so einen Hatsune Miku-Skin bekommen, aber der war halt inoffizieller Hatsune Miku. Jetzt gibt's offizieller Hatsune Miku. Ja, einfach, guck mal, einfach, wenn wir den offiziellen Hatsune Miku-Skin haben mit dem alten I don't want to play with you anymore. Ja, aber wirklich. Finde ich eigentlich schade, weil ich mochte den sehr. Das hat aber nicht mehr viel mit dem Hoverboard zu tun hier am Ende, ne? Ich mag die Dinger. Den Hämmern. Ah, doch, hier ist wieder das Hoverboard, da muss man sich beeilen. Oh. Okay, das ist eigentlich ganz cool gemacht, aber es ist auf jeden Fall viel schwieriger, glaube ich, als das andere Hoverboard-Level, oder? Alter, aber das ist halt ein richtig langer. Das ist voll lang, das richtig Level. Richtig langer Kurs. Mhm. Vielleicht sogar das längste Level bisher. Das längste Lauflevel. Alter. Alles spawnt direkt vor mir. Oh. Hier ist das Ziel. Also ich finde das sehr krass. Cool, dass es so lang ist. Das ist halt sehr riskantes Level. Zu Boden bin ich gefeiert. Ja, gut. Schlecht. Ach stimmt, das Sonic Level habe ich nie gezeigt, aber das ist echt cool. Das habe ich mal gespielt, das war echt cool. Ja, als normale Runde ist es schon cool. Kosmische Autobahn. Springe zwischen Weltraumspuren hin und her und renne bis zum Ziel. Ja. Das hat man noch nicht, oder? Nee, das hatten wir noch nicht. Okay. Das Leben war ein anderes. Das sind beide so ähnlich, aber das Bild ist ganz anders. Ja, kannst du mal losgehen? Hallo! Content jetzt! Ja, geht doch. Mein ja, aber keine neue Season ohne dumme Bugs. Da war ja was. Bom, bom, bom. Hier haben die sich auch wohl um 1-2 Pixel verrechnet. Ja, das ist immer so. Aber hier darf man wenigstens respawnen. Stell dir das mal auf Hardcore vor, wenn du runterfällst, dann. Es gibt ja so ein. Manchmal, es kommt nicht immer, aber manchmal gibt es so ein Hardcore.
Show. Und wenn du da halt. Wenn du da halt runterfällst, bist du sofort tot, egal welches Level. Nein! Das wär's jetzt gewesen! Oh nein! Ja, das ist echt cool, das ist mal was Neues! Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Sind gerade sehr, sehr schlecht irgendwie. Nehmen wir sie. Das sind, glaube ich, die letzten. Das müssen wir hier dafür aufholen. Wow, der ist halt vor mir runtergefallen. Ach, hier gibt's unten so ein paar. Nein! Die schleudern dann wirklich weit weg! Also! Ja, die sind gefährlich, aber die kann man auch clever ausnutzen. Ja, hab ich aber nicht gemacht. Okay. Wir haben gerade ein richtiges Skill-Issue. Mit sie nicht so viele Kraftausdrücke! Schauen Kinder zu! Oitus, das verstehen die Kinder nicht. Ja. Nein! Nein! Oh! Das war unser Teammate. Ach so! Junge, wenn du den jetzt runtergestoßen hättest, ne? Das wär's gewesen. Komm, Charlie. Vertrau auf dich, Charlie. Ich setz alles auf dich. Ich hab auf jeden Fall. Ich setz auf Rot, ich setz auf Rot! Dann warte, schwarz! Dann warte, er ist ja beides! Ich hab gewonnen. Schwarz? Schwarz? Schwarzer Mann? Oha! Lucy, also ich bitte dich, ich fände gönn dir Lasagne. Was denn das denn da jetzt? Junge, vor allem das Dumme war, ich hab ja mal diese YouTube-Kacke gesehen, ich dachte, das hat der gemacht. Aber das war wirklich in der Folge. Das hat Dominik wirklich gesagt. Ja! Junge, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das hat Lasagne. Junge, das klang auch vor allem so, als hätte der das die so gesagt. Die Pferde meines Vaters. Die Vaters Vater meines Pferdes. Pferdes. Die Pferde meiner Pferde. Ach, Charlie, denk doch mal dran, was ich dir beigebracht habe, Mensch. Ja, das hab ich dir nicht beigebracht. Guck ihn dir an. Er trägt diese Brille, damit man nicht sieht. Was? Diese Runde scheint niemand aus. Ah, das wusste er, das wusste Mike, er. Ja? Mike, Charlie trägt diese Brille, damit niemand sieht, dass er weint. Das ist eine Heulboje. Und jetzt. Außerirdische Kacheln! Letzte Runde. Die Kacheln verschwinden kurzzeitig, wenn du drauf stehst. Bleib in Bewegung und überlebe am längsten, um die Krone zu gewinnen! Also. Hexagon. Aber anders. Ich hab gleichzeitig Hexagon gesagt. Mike, ich habe irgendwie langsam das Gefühl, Hexagon wird so ein bisschen das Glurak von Fall Guys. Dass du dieses eine beliebte Das merkst du erst jetzt. Dass so dieses eine beliebte OG-Spiel, was immer wieder kommt. Ich meine, was haben wir denn jetzt? Wir haben Hexagon. Wir haben dünnes Eis. Wir haben Hexarolle. Wir haben das hier jetzt. Aber jetzt schlachten sie es auch irgendwie ein bisschen aus, ne? Wir haben gerade das eine Level gehabt. Oder allgemein die neuen Level haben ja ganz viele. Oh, jetzt sehe ich, was das hier ist. Okay, das ist. Okay, sorry. Das ist aber richtig cool. Einfach nur eine Ebene, aber dafür sind es die wiederkehrenden Hexagon. Ich kann nicht reden, Alter. Du weißt, was ich meine, Junge. Ich weiß, was du meinst. Junge, mein Deutsch ist heute so richtig. Ich finde aber in letzter Zeit übertreiben sie es ein bisschen. Ich meine, in Season 3 war es cool, dass wir so einen Spiritual Successor zu Hexagon hatten. Aber dann in Season Free For All hatten wir jetzt dieses Hexagon. Free Fall heißt das, ja. Was sich immer noch wie ein fucking Fangame spielt. Ja. Also Hexagon ist echt das Schlechteste von den allen. Ja, das ist so clunky, das macht einfach gar keinen Spaß. Ach! Ach, Jungs! Hä? Die Wand kommt her! Oh mein Gott, die Border! Oh mein Gott, der Sturm! Fortnite! Ja, aber jetzt ich meine, mit Epic Games ist es ja theoretisch Fortnite. Aber guck mal, jetzt macht es auch Sinn, dass die Wände näher kommen. Weil ich dachte, hä, wenn die ja immer wieder kommen, was macht das dann für Sinn? Eben! Ich habe auch gerade so gedacht, okay, das kann ein bisschen dauern. Das macht cool. Das Konzept. Ey! Ey! Das macht das jetzt wirklich cool. Die grabben mich! Alter, Junge, das wird immer kleiner. Alter, Junge. Ja, es wird so lange kleiner, bis jemand bis das Ende ist, ne? Dann fang mal an zu springen am besten. Einzeln. Wo lang? Hallo? Oh Gott. Danke. Okay, einzeln. Aber jetzt kommst du nicht mehr näher. Oh!
haben. Schade. Aber das war echt gute Runde. Und wer gewinnt, kommt Boyfriend. Nein, der Xenomorph gewinnt. Och nee. Boyfriend. Ja, was denn? Der war blau. Ich mag den Ladebildschirm, einfach dieses coole Banner. Ich will diesen Skin da ganz links haben unbedingt. Der sieht so süß aus. Das ist eine YouTuberin. Dude, was? What you blabbering about? Wieso muss man jetzt B drücken zum Überspringen? Vorher ging noch A auf. Monochrome? Oh oh. FNF-Anspielung. So, ich spiele jetzt mal den alten Hatsune-Miku-Skin, also aka The Diva Project heißt der Skin, wirklich, aber für uns war das hier eigentlich immer der Hatsune-Miku-Skin. Ohne Hose, weil der Weihnachtsmann die geklaut hat. Ach stimmt, ja, da hatte ich ja meine Combo. Danke, dass du mich dran erinnerst. Welche Combo? Mit den Socken? Nein. Was? Und jetzt die Unterhose? Was hast du vor mit sie? Ich entblöße mich. Direkt vor dir. Ja. Okay. Das müsste man am besten jetzt blurren und so ein bisschen verpixeln, dass man es nicht sieht. Was man jetzt zensieren hier. Das ist neu. Oh. Ja, stimmt. Pixelmaler berührt die Bodenfelder, damit sie leuchten und bildet das Muster auf dem Schirm. Ach, jetzt dieses. Okay. Oh. Das hat man schon mal in Minecraft gesehen, so ein Spielmodus. Ja, ich bin aber voll schlecht in sowas. Okay, ich brauche da Konzentration. Da muss ich mich konzentrieren. Ich mag sowas, aber ich bin sehr schlecht in sowas. Aber ich mag das trotzdem. Alter, Mike, wir haben jetzt zwei Randoms dazu, ne? Aber ich war... Nein, das ist im Team! Ich dachte, man spielt das alleine! Nein! Oh Gott, okay. Ich mach die obere Ecke. Ich mach die Ecke hier, weil das ist... Weil ich spawne. Achso, ja, okay. Ja, gut. Das ist einfach. Ja, gut, das kriegen wir noch hin. Ey, was macht der? Junge! Bist du dumm? Imposter! Junge, das ist ja Bodenspiel, also Imposter. Ja. Was jetzt? Oh, was jetzt? Was jetzt? Okay, warte, lass mich das machen. Oh, sorry. Okay, mach du. Sorry. Ja. So? Okay, jetzt machst du den Rest. Hä? Ist nicht richtig? Hä? Doch. Jetzt! Ja. Hä? Wie dumm. Okay, warte, ich versuch's. Ich versuch's mal. So. Nee, ich hab's falsch. Scheiße, ich hab's falsch. Sorry. Das hier muss weg. Sorry, das habe ich falsch. Okay, jetzt fühle ich mich schlecht. Hä, was fehlt denn? Was fehlt denn? Achso, der Strich. Hier. Strich, spring, mit sie, spring! Der macht das schon. Okay. Du stehst. Ein Herz. Okay. Da bin ich begabt. Weil du das nicht wusstest. Was macht der? Macht das weg! Was machen die da? Okay. Aber das ist eigentlich ganz cool. Aber wir schaffen es, glaube ich, nicht mehr. Egal, ich will es trotzdem versuchen. Doch, ein Team hat es. Also lass mich das machen. Also kannst du ruhig helfen, aber ich meine, geh mir nicht in die Quere. Ja, was meine ich? Nicht das. Ich bleib hier jetzt einfach stehen. Hier, und das war's. Ja. Ja, sehr gut. Danke an mein Team, dass ich das größtenteils machen durfte. Hat Spaß gemacht. Oh Gott, Alter, die kommen gar nicht klar. Die laufen da komplett. Was machen die? Stell dir mal vor, die hätten die im Team bekommen. Oh, das ist wirklich das schlimmste Minispiel für ein Teamgame. Also wirklich, wenn es zu zweit, wenn es bei Duos drankommt, wäre das richtig cool. Oder wenn du halt vier Mates hast, dann ist es super cool. Aber mit Randoms? Oh, das ist schlimm mit Randoms. Ich glaube, die checken das wirklich nicht. Also alleine wegen diesem Minigame werden Leute viel weniger Trupp und Duo spielen. Ja, wenn sie halt nicht zu viert sind. Ich mag das Spiel, aber dass das mit Randoms spielbar ist, ist halt schlecht. Das ist halt... Nee, das muss echt nicht sein. Oh, neu. Oh, Sternenkarte. Suche mit einem Tastendruck auf der Karte nach unsichtbaren Pfaden. Ich weiß mal, wie das geht. Ich weiß noch, wie das geht so. Ist das das vorletzte oder letzte Minigame, was uns fehlt? Also wir haben jetzt insgesamt 5 gespielt. Also mit dem hier. Nee, ich meine 6 haben wir mit dem hier gespielt. Das gerade war doch 5 und das jetzt 6. Echt?
Naja, egal. Oh, schau mal da hinten. Lol, was ist das? Du siehst da auf der Karte, wenn du auf den Knopf drückst, ja, siehst du auf dem Feld, wo dann der unsichtbare Weg ist. Aber können nicht die anderen für mich drücken? Und ich guck einfach ab. Theoretisch schon. Ja, sehe ich das, was die sehen? Guck, jetzt werden dir hier Wege angezeigt. Ja, hier kann ich lang und dann kann ich hier nochmal quer. Ja, ja. Und dann kann ich hier nochmal quer. Ja. Und dann kann ich den Knopf drücken, dann weiß ich, ich kann hier nochmal quer. Nein! Warte, das war eigentlich schon richtig, aber. Geradeaus. Alter, wieder alle auf einem Fleck stehen. Oh, Scheiße! Bist du runtergefallen? Ja, ich wurde von dem Asteroiden getroffen. Oh, stimmt, auf die muss man aufpassen. Tiptoe. Ja, genau, Tiptoe, es ist genauso hier wie hier. Einfach alle stehen auf dem gleichen Feld, bis irgendeiner sich wagt, irgendwo lang zu latschen. Ja, wo ist es denn, Freund? Kumpel. Da vorne? Ja, oder? Schräg wahrscheinlich. Hier schräg. Nee? Dann müssen wir mal zurück. Oder ist es dort? Ja, also. Hä, aber das haben wir doch getestet, das ging nicht. Nee, man muss in eine andere Richtung gehen. Wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Guck, hier musst du zurück. Ah. Muss da zurück und dann in die Richtung. Ja. Okay, aber schaffen wir es noch? Ja, wir knapp. Sind gerade Erster. Was jetzt? Was jetzt? Einfach geradeaus. Schräg. Ja. Let's go, let's go, let's go! Ich hab da eigentlich. Der gammelt da immer noch. Oh. Mimi hat es nicht geschafft. Tja, der hat Operating wohl zerstört. Digga, wen willst du hier? Insolvenz? Der Insi-Modus. Gefährlicher Hase hier. Gefährliche Bohne. Bing, bang, bing, 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 bang, bang. Bing, 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 bong. Oh! 10 Spitzenfinale, das letzte Level. Arbeitet zusammen, um über die Felder zu rennen und die Krone zuerst zu erreichen. Also einfach Bergspitze, aber diesmal Abgrund, also nach unten so. Oh, warte, ich sehe es jetzt. 10 Spitzenfinale. Oh mein Gott. 10 Spitzen, aber. Oh nein! Alter, das ist halt. Weiß ich. Guck mal da hinten. Auf dem Bild sind die schon einfach in der Luft gespawnt. Leute, das sieht aber echt cool aus. Aber es ist hier echt nicht wie normales. Das ist ein Imposter. Also hier kannst, Mike, hier kannst auch diagonal gehen. Ich bin bei dem Imposter, oder? Nee, ah, aber stimmt, guck mal, wenn man hier auf den Knopf drückt, weißt du, was dann passiert? Was denn? Mach mal. Zeig ich dir. Dann schießt der hier was drauf und dann zeigt er schon mal so ein paar Dinger. Also ich würde dafür sagen, ich bin, bleib die ganze aber Zeit auf dem Knopf. Dass wir ein Team 10 Spitzen haben, ich muss sagen, ich finde das cool. Also ich bin auf jeden Fall dafür. Ich schmeiß die ganze Sachen. Nein, hab ich nicht. Fuck. Jawohl, doch, wir haben es ein bisschen. Oh nein, der Schuh. Der muss hier weg. Der muss hier weg, der Schuh. Okay. Yippie. Ja, ist offensichtlich hier, ne? Ist offensichtlich. Nein. Ich glaube, es muss nur einer schaffen, ne? Ja, es muss nur einer schaffen. Okay, dann bleibe ich hier am Knopf am besten. Das wäre auch blöd, wenn es alle schaffen müssten. Ja. Weil wenn wir Noobs haben, die gar nichts machen, dann ist es kacke. Nee. Oh, sorry! Sorry, Bro. Alter, die Links haben es fast geschafft. Nein, als ob. Boah. Oh, wir müssen uns beeilen, wir müssen uns... Was? Wo ist der? Verdammt! Hier lang, ja. Bis hier hin. Ja? Ja, aber ich glaube da hinten... Nein! Okay, ich helfe jetzt auch, weil bis da hinten gehen die. Da hat's, er hat's, oder? Ja. Oder? Hat das? Oh, bleib mal da stehen. Er traut sich nicht. Doch, er hat's! Er hat's! Ja! Was ein King! Oh, schafft das überhaupt mit zur Krone? Hat das? Nee. Hat das? Doch! Er hat's! Oh, was ein King! Oh. Wie man heutzutage bei der Jugendsprache sagen würde: Macher. Das hab ich noch nie im Leben gehört. Echt nicht? Das sagen voll viele. Macher. 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 Alter, wie viele Belohnungen ich bekomme. Oh, Alter! Du willst 12.000 EP. Ja, same! Level up! Level. Oh, ausrüsten, gerne. Oh, das war's schon. Was, so wenig für so viel XP? Wow. Man braucht voll viel XP. Mhm. Aber guck mal. Das sieht komisch aus. Da habe ich vielleicht ein lustiges Oberteil dafür.
Naja, also. Macher. 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 Der Minecraft Steve ist runtergefallen. Der Minecraft Steve. Ja, wir nennen den Skin doch immer so. Ja, aber das ist trotzdem lustig. Ja, ich weiß, dass es lustig ist. Deshalb nennen wir ihn ja auch so. Der Messenger ist er, glaube ich, eigentlich. Genau. Was schreibt er denn so auf WhatsApp, der Messenger? Der Schreiber. Zum Beispiel Amu. Der Nachrichtenversender. Der Nachrichtenversender. Der Messenger. Das ist dann so der typische. Ja. Ja. Der typische Typ. Lol. War cool, ohne Fehler diesmal. Oh, dieser Planet da hinten ist so übel 2D. Nein! Steve, nein! Karma. Steve hat mich betrogen. Einfach Karma. Nur weil ich mich vorhin über ihn lustig gemacht habe. Ich wollte doch nur ein bisschen dabben und was macht der? Ja, nee, Mike, das fand der schon ziemlich cringe. Cringe. Hast du es gesehen? Ich bin runtergefallen. Echt? Aber ich hab's trotzdem geschafft, ja. Nee, warst du ein Skill? Nee, bei mir bin ich runtergefallen. Ich hab's trotzdem geschafft. Nice! Wie der das langsam abgeschmiert ist. Ja. Junge, wie kann man denn da runterfallen, ey? Weiß halt nicht, wen du meinst. Der mit dem Helm. Willem664. Was macht er denn? Der ist gerade da in diese Mini-Lücke runtergefallen. Da, bei diesem Kreis in diese Mini-Lücke ist er gerade gefallen. Ich beobachte ihn jetzt. Junge, ey, Mann. Ja, 10 Sekunden, oh, schnell, schnell. Aber man kann ja auch sagen, vielleicht spielt er ja mit Tastatur. Genau das meinte ich. Genau das meinte ich. Episch. Spaß in der Sonne. Wie kann man denn da reinfallen, ey? Oh, man. Ach, Mitz, ich wollte dir was Top-Secretes sagen. Okay, sag's mir. Ja, das wollte ich dir sagen. Ah, okay. Mhm. Okay. Erzähl's nicht weiter. Gut. Hier das frenetische Fabrik. Drücke die leuchtenden Tasten, um Punkte zu erzielen. Die okay. Die haben nicht frantic mit frenetisch übersetzt. Frenetische das Fabrik! Das klingt so, als hätte ich das übersetzt. Das ist so, als hätte ich. Keine Ahnung, mir fällt jetzt kein. Das würde ich sagen, ist so ein klassischer patentstupide Moment. Ja, genau so. Genau so was ist das. Genau so. Patente Stupide. So sagt man hier. Wo die ganzen Katzen da hinten? Katzen da. Miau, miau, miau. Wie geht das überhaupt? Wir sind, ich hab nicht gelesen. Sind das zwei Teams? Ich hab nicht gelesen. Alter, wie sie hier so stehen. Wie so ein Movie-Poster. Ich denk mal, wir müssen die goldenen Knöpfe drücken. Ach so. Ja, die goldenen Knöpfe. Ah, Mist. Ja, müssen wir. Ah! Das ist wie. Boah, ich bin voll schlecht. Knopfhammer war. Einen habe ich! Ich habe einen bekommen! Wow! Ach so, wir sind alle in einem Team. Mhm. Ja, weiß nicht. Ich finde Singleplayer-Knöpfe drücken eigentlich interessanter und spannender. Ja, aber ich mag das Singleplayer-Knopfdrücken nicht so. Das ist mir halt ein bisschen zu. Du machst einen Fehler und hast versagt. Ja, aber hier komme ich überhaupt nicht klar. Die Map ist mir so riesig und ich finde keinen einzigen goldenen, weil die alle nach einer Sekunde schon aktiviert werden. Hä, ich hab sogar drauf! Och Mann, ich bin voll schlecht. Die ganze Zeit Knöpfe. Nee, ich finde gar keine. Ich finde so, das ist so ein richtiger Fall Guys Moment, wenn du so struggles, um die einfachste Sache zu tun. Ich war total schlecht diese Runde. Ja, keine Ahnung, ich mag das Minigame nicht. Also ich find's an sich ganz cool. Ich find's besser als das normale Knopfdruckspiel. Nee, ich find das normale besser. Das ist halt viel spannender. 1v1. Und hier. Das war mir so mega unübersichtlich und da war so viel los. Du kriegst keinen einen goldenen. Keine Ahnung. Was sagst du so allgemein zu den neuen Maps? Alles in allem sind die nicht schlecht.
Also ich mag sie auch besonders, weil sie sehr kreativ sind. Ja. Ist auf jeden Fall alles mal was Neues. Und das finde ich ganz cool. Das war jetzt auch die einzige Map, die ich nicht wirklich mochte. Den Rest mochte ich ja eigentlich. Ich meine, ich muss wirklich sagen, beide Final-Level, die bekommen haben, finde ich echt gut. Also ja. Tiptoe ist so ein Minigame. Entweder ich habe Lust, das Minigame zu spielen, oder ich habe keine Lust, das Minigame zu spielen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe es. Och, wer aus unserem Team? Natürlich, die goldene Hexe hat mal wieder ihre Probleme. Ich habe das so gemerkt. Bei goldenen Skins, entweder die sind richtig gut oder die sind richtig schlecht. Wie kann das sein? Der hat mehr Kronen als ich. Ja, aber wie kriegt er das hin, dass du das nicht... Ich glaub, der checkt das Spiel nicht so ganz. Ja, okay. Der muss seinen Kopf benutzen. Aber sein Name, Brosi Destroyer. Wie ist dieser SpongeBob-Meme? Hat gespürt, 69. War das gerade? Oh, Junge! Season 1 Players. Ja, was ist das? Das war früher aber nicht so. Witzig, wir müssen vielleicht doch nochmal einen 10 Arten von Vollgas-Spielern machen. Wir spielen nochmal Hexagon. Oh, hier kriege ich jetzt meine zweite Chance. Ja, ich kriege jetzt auch meine zweite Chance. Ich habe es fast geschafft. Und habe ich abgerutscht. Das darf nicht nochmal passieren. Hä? Prallball! Guck mal hier! Was? Alter. Das ist voll cool mit den Dingern. Das ist gefährlich. Ja, aber das macht's lustig. Ich finde das sogar cooler, wenn jetzt in dieser Version nur die Prallbälle sind und keine Wände, die einen dran ziehen. Das finde ich persönlich jetzt cooler. Aber wahrscheinlich kommen die Wände gleich nochmal. Und das ist nur eine schwierigere Version. Alter, wie hab ich mich gehört? Die Ananas sabotiert mich! Ich will den haben! Ich will den haben! Ich meine Ananas! Am Mund! Der macht auch die Platten kaputt! Nein! Hexagott! Ja, ich bin der Hexagott, ich muss hier gewinnen eigentlich. Pass auf! Oh, der Steve, pass auf, der grabt gerne. Der Stefan. Stefan. Ich find's halt so lustig, die sieht null aus wie Steve und wir nennen ihn trotzdem Minecraft Steve. Ja, wegen der Textur! Ja, wegen der Minecraft-artigen Textur. Nein. Bist du tot? Ja. Schwach. Petro hat gewonnen. Petro Banani hat gewonnen mit sie. Ja, das war schon eine schwache Leistung. Guck ihn dir an. Oh, das gleiche Tag wie ich. Okay, der hat das verdient. Ey! Der Pütz ist gefallen. F für den gefallenen Pütz! Oh, das war so geil. Dieser Clip. Ich weiß aber gar nicht, von wem der eingesprochen wurde. Das weiß niemand. Die Sache ist vor allem das Video. Das gibt's, das auf YouTube ist, das ist ja ein Re-Upload, das ist ja nicht von dir. Stell dir vor, du bist nur darunter bekannt im Internet, weil du das Wort Penis gesagt hast. Wie das ich fühlen muss. Ich würde die Person fragen, ey, könntest du bitte noch mal Penis sagen? Oh mein Gott, bist du nicht der Typ, der Penis gesagt hat? Oh mein Gott, kann ich von dir ein Autogramm haben? Kannst du bitte noch mal Penis und dann, sagen? Und dann unterschreibt er so mit so einem P. Ach, guck mal, das kann ich jetzt auch mal spielen. Jetzt kann ich das auch mal spielen. Guck mal da hinten links. Der macht einen Salto. Oder guckt sich auf seinen eigenen. Naja, egal. Auf seinen eigenen. Junge, ich muss das Ding ganz wegzensieren. Mann. Das war gerade ziemlich langweilig, der Part. Ich bin hier oben drauf. Was? Wo bist du? Da oben auf dieser Bande. Auf diesem Ring, wo wir gerade durchgelaufen sind, da kannst du dich drauf erschießen lassen von dem Laser. Drauf erschießen lassen? Oh nein. Okay. Nein! Och, ja. Ich mag das Minigame nicht. Du hast aber bequeme Socken, du. Nee, das sind jetzt Schuhe, die habe ich von Sonic geklaut. Ach so, das bist du gar nicht. Warte, wo bist du? Hier bist du. Mhm.
Instant Karma. Okay, das war's. Oder? Nee, wir schaffen es wahrscheinlich nicht, oder? Ob der mit den bequemen Socken es noch schafft? Los, okay! Das war mein Name. Speedbohne. Ja. Alter, der ist auf Speed. Falls ihr das Wort okay in Duden findet, ne, denkt an mich. Ich hab das Wort davon. Das ist einfach ein YouTube-Link zu deinem YouTube. Du klickst einfach auf das Wort okay drauf, auf einmal so youtube.com/MikeBisasan. Ja, das ist die Definition von okay. Ich möchte ihn grabben. Ich möchte ihn grabben. Ich möchte ihn grabben. Ich bin nicht teamfähig. Ich möchte ihn gerne. Ah! End. Der Mittelteil. Oh nein! Ja, mit den bequemen Socken ist gestorben. Nein. F für den gefallenen Bruder. Für den gefallenen Fallbruder. Hab ich ihn? Er ist halt wirklich nee, gefallen. Schade. Ja, ist ein Feuergeil, Mützi, hä? Guck mal, ist wirklich gefallen. Ja. Haben wir gewonnen? Ja. Wir waren beide übrig als letztes, oder? Ja. Ja. Nice. Ja, okay, reicht.